zum Thema blinde Fische. Blinde Fische sind Schwimmer im Teich. Das ist auch mal. Ich habe wieder hier 63 Grad geschätzt. Ja. Cool. Das können wir sehen, wie wir mit Fischen fahren. Der Mike schon hinter. Aber das ist ja die Fahrten. Das ist ein Windmeer. Yeah.
Froh, dass ihr alle da seid. Ihr habt unsere Stadt richtig schön in Blau gekleidet. Da freut mich natürlich. Ich sage auch ein ganz herzliches Willkommen an euch hier in Stadtlohn, in Tapken von der Welt und, so wie ich gerade gehört habe, Hauptstadt der Kiepenkerle, zumindest heute. Das freut mich natürlich ganz stark. Ja, die Kiepenkerle sind natürlich Tradition und gehören zu Stadtlohn. Aber die Kiepenkerle waren ja auch damals schon ganz modern. Wenn man heute sieht, wir brauchen Online-Plattform und was nicht alles, dann hat der Kiepenkerl damals alles sozusagen in einer Person vereint. Er war derjenige, der war der Hochzeitsvermittler, er war die Lokalpresse und alles, was wir heute so modern kennen, da hat der Kiepenkerl damals schon sozusagen in einer Person vereint. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass ihr hier seid und dass ich jetzt das Fass anstecken darf. Ich will auch versprechen, mich nicht ganz so dumm anzustellen. Und ja, dann wünsche ich uns auf jeden Fall einen ganz schönen Kiepenkerl-Sonntag, der 40. Auch da haben wir jetzt schon, wie gesagt, die 40 Jahre zurückgelegt. Und wir haben da hinten auch das schöne neue Denkmal, das Relief stehen, das sicherlich noch einen würdigen Platz hier in Stadtlohn finden wird. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Organisatoren, insbesondere bei Herrn Südhoff, Günter Südhoff, für die Vorbereitung des heutigen Festtages. Wir haben uns im Vorfeld ja auch abgestimmt und ich bin ganz, ganz froh, dass wir heute wieder so schön und vor allen Dingen mit so vielen Menschen Kiepenkerl Sonntag hier in Stadtlohn feiern dürfen. Ja. Bürgermeister, ein Kiepenkerl und
der ganzen Gruppe überhaupt in Schlag gekriegt. Wenn Sie mal in den Ruhestand gehen, dürfen Sie ihn mitnehmen. Aber bis dahin, immer an die Stadt und an die Kinder, an die Besucher denken. Ich denke mal, dass so unsere Hauptstadt der Kinder. Guten Abend, meine Damen. Ja, wir würden einen würdigen Platz bei dir im Büro kriegen. Ganz, ganz lieben Dank. Und ja, ich würde sagen, steigen wir jetzt zur Tat. Nur das Vertun. Sage Clem,
Gottes Segen, Gott.